Ja, da wir heute frei haben, machen wir hier mal eine kleine Home Story Teil 2. Der Olli und ich hier befinden uns gerade, wie unschwer zu erkennen, im Waschsalon. Die anderen sind gerade im Fahrradladen und lassen unsere Räder mal durchchecken, weil so kleinere Pannen haben sich jetzt doch eingeschlichen. Ein Speichenbruch, meine Gangschaltung funktioniert nicht richtig. Aber das kriegen wir alles hin. Olli, was sagst du so zu unserer Waschaktion hier? Ein bisschen langweilig ist es. Mit mir ist langweilig? Nein, nicht mit dir langweilig. Das Waschen an sich ist ein bisschen langweilig. Du musst hier warten. Aber wir versüßen uns den ganzen Tag. Mit leckerem Essen, ein bisschen Salami, ein bisschen Brot, ein bisschen Schokolade. Und genießen, versuchen die Zeit zu genießen. Heute erstmal heute Abend ein leckeres Bierchen in München trinken. Dann schauen wir mal weiter. Unser Kurzurlaub vom Fahrradfahren. Okay. Soll ich sagen? Wir sind in München, das ist richtig schön, weil wir haben hier frei. Das heißt, die Radler haben frei und du musst geöffnet. So ist das halt, wenn wir frei haben. Potatoes for a feast. Among all the spice, she can hardly be seen. There's an old man which fights a battle with all the weeds in the muddy street. But the look in his face seems to demonstrate this is the best thing he ever did. Not a single tie dooryard, nor the man in the mud, nor a tiny little grandma that cooks potatoes in the hut. Not a single new morning that seems merciful and mild, but when you open up your eyes, you see the smile of an Indian child.